ich muss noch einen weiter, ne? Ich glaube, ich muss noch einen weiter. What the hell? Warum sind hier Dämonen? Was? Wieso? Warum sind hier Dämonen? Es ist Sonnenlicht, warum sind Dämonen draußen? Das ist eine Lüge. Brenn in der Hölle. Du sollst brennen, habe ich gesagt. Brenne. Brenne. Recke. Ja, so, genauso. Was ist denn hier gerade los? Was war das denn? Hä? So? Was? Kann Virginia oder der Kelvin in einem Spiel sterben? Kelvin, ja. Virginia ist bei mir noch nicht gestorben. Aber ich würde bei ihr auch aufpassen. Kelvin stirbt halt, wenn du ihn tötest. Dann bleibt er auch tot. Wenn Gegner ihn K.O. hauen, dann kannst du ihn wieder hochholen. Ja, würde ich aufpassen, dass du. Ich habe Kelvin aus Versehen schon zweimal gekillt. Habe ich einfach nochmal neu geladen. Weil wenn man ihn selber tötet, aus Versehen, oder je nachdem, ob man es bewusst tut, dann bleibt er auch tot. Aber wenn Gegner ihn angreifen, dann, ja. Dann geht er halt down und steht irgendwann wieder auf. Also schön aufpassen, dass du nicht Kelvin aus Versehen zu doll haust. Mit der Axt oder. Das ist mir alles schon passiert. Bei Virginia wird wahrscheinlich das Gleiche sein. Mir ist das aber mit Virginia noch nie passiert. Da würde ich halt auch aufpassen. Ich habe sie aus Versehen schon mal gehauen, aber sie ist nicht gestorben oder so. Aber test es besser nicht aus. Das hat sie nicht verdient, die Arme. Ja, die wollen halt zur Dämonenkönigin. Ja. Ich wünschte aber auch, es wäre dunkel. Viel zu hell hier. Hast du schon mal Besuch? Ah, guck mal, da ist. Ist das gerade die Wand hochgekrabbelt? Are you fucking kidding me? Ist das gerade die Wand hochgekrabbelt? Das sehe ich zum ersten Mal. Das ist fucking gruselig. Oh mein Gott. Wie können die Wand hoch? Ich hochstachel an den Wänden. What the fuck? Komm her zu meiner Todes zu meinem Todesturm. Komm mal her. Das war gerade richtig gruselig. Ich guck da aus dieser Lücke und krabbelt das sie da durch die Gegend. Okay, also vor denen bin ich nicht geschützt. Gut zu wissen. Also Stacheln an die Wände. Okay, neue Aufgabe. Gerüst drumherum bauen und alles voll mit Stacheln. Flammenwerfer, alles. Panzer. Ich baue mir jetzt alles. Das war's jetzt. Selbstschussanlage, alles. Das ist jetzt. Nee. Da ist ja meine Mauer ein Witz dagegen. Das juckt die ja gar nicht. Gut zu wissen. Mach mir nur ein bisschen jetzt Angst. Ich habe mich immer so sicher hier gefühlt. Okay. Ja, da ist die Mauer nutzlos. Yep. Ich meine, die sind jetzt auch nicht so stark, also die kann man ziemlich schnell besiegen. Tschüss, Baumstamm.
So, ich brauche die eh auf der anderen Seite. Zack, dann hole ich mir mal meinen Baum. Oh, hier liegen ja einige. Sind sie alle runtergerasselt? Aber hey, besser hier als weggespawnt. Und Maxhood, danke für den Follow. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr durch. So, jetzt aber. Oh nein. Ja, versuch's doch. Versuch's doch. Kriegst du nicht kaputt. Ich hab's nämlich ausgestellt. Sonst würde ich nur hinterher bauen. Das wäre richtig nervig. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ist ein gut gemeinter Rat, das einfach auszustellen. Weil sonst machen die dir alles andauernd kaputt. Und dann verliert man irgendwann auch die Lust. Weil die Attacken sind schon sehr häufig von den Kannibalen und Mutanten und alles. In den Einstellungen. Hier Einstellung gehst du dann und unter Gameplay, Strukturschaden ausstellen einfach. Kannst du da ausstellen. Wenn du jetzt selber irgendwas zerstören möchtest, musst du es halt wieder anschalten, damit das dann geht. Aber ich würde es empfehlen, weil die machen dir alles kaputt. Alles wäre für die Katz. Ja, du musst so viel hinterher bauen, dann das ist halt ätzend. Mach mal große Köpfe an. Ich habe das schon mal gesehen, es ist halt, ja. Ja. Es ist wunderschön. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass die Dämonen auch hier draußen sind. Interessant. Kann man es auch im Spiel einfach ausmachen? Also kannst du einfach ausmachen, ja. Einfach währenddessen kannst du an- und ausmachen. Habe ich schon sehr oft gemacht. Autsch. Muss das gerade mal anders machen. Ach Mist, ey, das ist gar nicht so einfach, jetzt da hinzukommen. Sport heute gemacht, ich habe die Stockwerke abgeklappert. Ja, so kann man auch Sport machen. Erstmal hier rüber. Irgendwie versuchen, da hochzukommen. So. Das nochmal ab. Das, damit ich dann einen verlängerten Weg habe, sonst wird das nichts. Und dann runterfallen, weil das macht ja auch Spaß. Die Stelle ist ein bisschen tricky hier. Das ist so grell. Am Augen. Baut ihr das jetzt dahin? Willst du mich verarschen?
Ich auch noch zumache. Oh, das könnte doch ein bisschen schwieriger werden. Weil genau die Stelle hier so ein bisschen hakelt. Hey, warum sollte es auch einfach so klappen, ne? Ist gerade laufen, hast du heute nichts getrunken? Was? Hab tatsächlich heute sehr wenig getrunken. Oder runterfallen, weil der Zuschauer das Recht der Gewohnheit hat. Hallo Eisenohr. Ach, das wird ja dann schön sinnlos hier mit den Solarpanel. Wobei, wenn es doch leuchtet, dann. Ich muss das sowieso mal gleich austesten. Später was essen. Da fehlt noch was. Mache ich erstmal die eine Seite fertig. Okay, Spiel. Das will ich jetzt aber nicht. Nein! Ich brauch doch noch die. Spiel, warum machst du das? Ist jetzt da so eine komische. Okay, alles klar. Ist ja wunderbar. Whee! Spiel's drunk, ich merk schon, aber richtig. Also manchmal, ne? Da frage ich mich, was ist da los? Sehr gut, dann kann ich dann hier. Das ist schon ziemlich cool. Na gut. Ja, mit dem Eichhörnchen eigentlich jeden Emote, den ich brauche. Na gut. Bäh, 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 bäh. Jetzt muss ich mir hier drüben was einfallen lassen. Ah, Spiel. Ich mache erstmal hier weiter. Wie viele Emotes sind denn noch frei? Frag für einen Freund. Weiß ich gerade gar nicht.
Muss ich erst schauen. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut. Aber Platz habe ich bestimmt noch. Wir haben das ja irgendwie sehr aufgestockt. Na dann. Guck mal, hier geht das und da nicht. Warum? Sag mal, bist du besoffen, Spiel? Mach das, Brownie. Schlaf gut. Ich drück das Spiel. Ich drück die Daumen, dass das Spiel nicht mehr abstürzt. Ja, danke. Bis jetzt lief's ja wieder gut, aber jetzt habe ich's gesagt, ne? Ich will immerhin irgendwas heute erreichen in dem Spiel. Und wenn es jetzt diese Schräge ist, die majestätisch jetzt aussieht. Ah. Das gefällt mir. Oh ja, fein. Warte, reicht das nicht eigentlich sogar schon? Ich müsste eigentlich die eine Seite gar nicht machen, ne? Das reicht. Das ist perfekt. Freitag wäre es, Anius. Wieder angesetzt. Außer wir wechseln jetzt noch das Spiel. Aber Freitag auf jeden Fall. Der Schöne. Ist Montag bei euch auch Feiertag? Ja. Ist der 1. Mai. Ja, das. Ich muss nicht noch weiter. Ja, nice. Es sieht doch mit der Spitze schön aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal was werden könnte. Jetzt müsste ich es aber auch noch alles zumachen. Oh nee, diese ganzen Schrägen. Oh nee, das ist. Ich habe mir jetzt noch mehr Arbeit gemacht, als ich das. Oh nee. Oh nee. Ja, da ich doch keine Lust mehr. Also, Montag ist schon der 1. Mai. Ja. Die Zeit vergeht, ne? Muss ich ja jetzt wieder hier überall hochkraxeln und dann. Naja. Erstmal baue ich aber wieder Baumstämme. Und ehe man sich umsieht, ist dieser schon 40. Ja. Aber nicht nur ich.
Ich hoffe, die ganzen Schmonks sind jetzt nicht mehr hier. Immer aus wie 16 und denkt wie 12. Ich glaube auch nicht, dass ich noch wie 16 aussehe, aber. Stimmt, er wie 15. Deswegen muss es bei den Ausweis sein. Nicht immer, aber manchmal werde ich skeptisch angeschaut. Also wenn ich mir mal was Alkoholisches hole, was jetzt auch nicht sehr oft vorkommt. Echt jetzt? Ja. Wird sehr oft, wo ich mir mal Bier holen wollte und so. Bei fucking Bier. So voll tätowiert hier, so am Arm überall, aber meine, ja, man kann sich auch unter 18 tätowieren. Wenn man die Einverständnis der Eltern und so hat, aber trotzdem. Pa! Jetzt wird's dunkel, oh nein. Oh, Spiel nicht laggen hier. Ist der Stock hergekommen? Ah ja. Oh, meine Plan ist. Mein Zelt ist kaputt gegangen. Wie alt warst du bei deinem ersten Tattoo? Muss ich jetzt den ersten Post raussuchen, wo ich das gepostet hatte. Boah, ich habe keine Ahnung. Bestimmt aber schon 9 Jahre her oder 10. Also irgendwas mit 20, 21 oder so. So in dem Dreh irgendwie. Also schon echt lange her. Halbe Körper tätowiert, aber du bist noch minderjährig. Was war dein erstes? Also Scarlet. Mein erstes Tattoo, 9 Stunden. Ja, man fängt ja klein an, ne? So wie ich hier anfange zu bauen, man fängt ja klein an. Ich sehe klein, ja, ich sehe alles irgendwie sehr minimalistisch und ja. Das war schon immer so bei mir. Immer klein anfangen. Ja. Also, wo ich die Clip-Videos gemacht habe, da habe ich halt dann auch meinen Arm gesehen, wie der halt noch so nur hier so ein bisschen tätowiert ist und wie so einfach der komplette Rest fehlt. Schon krass. Aber gut, dass ich noch Aufnahmen habe, wie mein Arm mal aussah. Ich erkenne ihn ja nicht mehr. Toll.
Toll, jetzt ist es hier stockfinster. Dann gehen wir mal zurück. Auf dem Arm hat sich viel getan, die letzten 2 Jahre. Ja. Ja, das ist sehr gut, dass ich da immer runterfliege. Vielleicht ist es sogar gut, dann kann ich speichern. Und ich kann schlafen. Essen. Abends Fotos von Liz raus. Fotos? Was? Wieso hast du Fotos? Warte mal. Nee, mein Gesicht tätowiere ich nicht, das weiß ich. Da mache ich nichts. Im Gesicht muss nicht sein. Am Hals mache ich nur hier. Aber das war's. Noch höher oder so. Ah. Das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten will. Das würde mir nicht gefallen. Hast du Fotos? Ich hab kaum Fotos von mir. Fotos von mir. Was? Ist nichts von Decken. Ach, sehr schön. Wir haben ein bisschen was geschafft. Jetzt bin ich doch erleichtert. Durch die ganzen Abstürze habe ich eher gedacht, wir kriegen heute nichts mehr hin, aber... wo kommen die her? Warte mal! Wo kommt ihr denn her? Was zur Hölle? Von da alles. Ja, ich merke schon. Die sind da alle runtergerasselt. Vielleicht ist das hier doch nicht so gut. Wobei, eigentlich, doch, eigentlich kann ich hier ja dann einlagern. Das ist ja... Ich hab's jetzt auch nicht als böse sehen. Das ist ja Kappa hinter. Ich weiß ja, wie viel Arbeit das macht. Also, kann mir eh keiner was erzählen. Also, sie hat YouTube auch noch was damit zu tun. Ich muss das ja auch noch alles machen. Alleine, alles alleine. Alone. Nein, jetzt fliegt die ganze Scheiße hier mal runter. Ist doch nicht. Warte mal, da liegt doch noch so ein Stückchen. Ja? Okay, das war ein halber Herzinfarkt. Doch, Alter, Nino, ey, ne? Kommt der einfach so um die Ecke, so random und da... Boah, ey, Nino! Hallo, ja, hallo, liebe Liz und Chat. Ja, hallo!
kannst du auch im, dann kannst du auch im Chat schreiben, Mensch, sag mal. Hallöchen. Boah, das wär, das ist so ruhig hier gerade in dem Spiel und dann bam. Ich teste gerade eine neue Rendereinstellung, mein PC stirbt gerade. Okay. Inwiefern neue Rendereinstellung? Höhere Quali oder? YouTube ist, glaube ich, sogar noch mehr Arbeit. Ja, ich. Also, wenn ich nicht streame oder kurz bevor ich streame, bin ich meist auch an Videos schneiden und rendern, hochladen, Thumbnails machen. Am Wochenende werden die auch eingeplant und alles. Also, ja, es ist schon echt eine Menge. Ich komme auch kaum hinterher, Tatsache. Das ist ja nicht wenig, ja. Aber es macht Spaß. So ist es ja nicht. Ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Ist jetzt so oder lasse ich das offen? Genau dich brauche ich. Bleib mal hier. Scheiße, ich baue noch einen. Scheiße. Und danke, Nino, ne? Bevor ich es vergesse. Zu Tode erschrecken. Geschehen? Ja, danke. So, ja. Also die Lücken müsst ihr euch jetzt wegdenken, die mache ich noch zu. Also die da oben. Mhm. Also ich versuch's, wenn ich da rankomme. Ja. Also ich, mir gefällt's. Es ist nicht mehr so blockartig, sondern jetzt auch ein bisschen, nimmt jetzt ein bisschen Form an. Muss ich auch noch weitermachen. Da auch noch alles offen und. Oh nein, nicht. Oh mein Gott, die Falle. Das ist gerade gefährlich hier. Nino, ich hau dich gleich. Sag mal! Hier bist du oder nicht? Ich weiß ja nicht. Kann ich mich jetzt da runterhangeln oder nicht? Oh mein Gott, ist das hoch. Oh ja, ja. Da war viel Niesereien. Den Abschluss hier doof. Ich glaube, ich müsste den Turm weitermachen. Und zwar da vorne. Da müsste ich dann noch einen Turm hinbauen. Also einen kleinen natürlich. Aber der die Höhe hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber über den Zaun natürlich. Da, wo das Baumhaus ist. Gut, das machen wir. Aber nicht jetzt. Sehr gut. Nächste Plan. Check. Ist ja klar. Ja, das wäre voll geil, dass dann eine Verbindung auch über der Mauer ist. Ist ja auch viel höher. Und bis zum Baumhaus halt. Ja. Da sollte Professoren viel größer werden. Ja, es ist wirklich, es wird immer schlimmer. Es hört doch nicht auf mit den Ideen.
Aber erstmal sollte ich das eine fertig machen. Das Schlimme ist, ich muss ja dann eine Art provisorische Brücke unten bauen, damit ich sehe, dass es dann auch gerade ist, weil ich kann ja nicht einfach so random anfangen, irgendwo zu bauen und dann passt es halt nicht. Das muss ja gerade sein. Das alleine wird schon sehr extrem. Ne? Irgendwie muss man sich ja Hilfe holen. Ih, Spinnenweben. Aber es hört auf mit den Bäumen leider. Naja, ich muss nur weiterlaufen. Aufhören tut's nicht, aber ich muss noch viel, viel weiterlaufen. Ah, ich höre schon wieder Gegner. Cool. Nein, bleib hier! Natürlich.